Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. Und wir befinden uns heute in der 1.16.5, denn Dalek-Mod 1.16.5 Update wurde freigelassen, wenn man das so sagen kann. SWD-Team hat sich da wieder mal ordentlich ins Zeug gelegt und ihr seht schon, ja, einiges ist wieder da, einiges noch nicht. Aber ich möchte euch jetzt erstmal so die grundlegenden Änderungen zeigen. Also, wie ihr seht, haben wir hier schon eine kleine Pflanze, dazu aber gleich mehr. Denn, wie ihr seht, es gibt keine Talusse mehr. Man hat sie nicht mehr, man kann sie nicht mehr auswählen. Einzige, was man hier hat, sind jetzt noch ein paar Deko-Elemente und eine einzige Talus. Zeige ich euch gleich mal was. Denn, Talus zu bauen, das ist jetzt nicht mehr so einfach. Vorher brauchte man, glaube ich, einen Zeitungskristall, dann brauchte man die Hülle und einzelne Teile und halt noch was von dem Doktor von der TARDIS, die man haben möchte. Jetzt ist das anders. Jetzt ist es sehr viel komplizierter. Und zwar braucht man dafür einmal einen TARDIS-Core. Dann braucht man, was wollen da? TARDIS-Panel, TARDIS-Base und einen Flight-Lever. Genau. Diese vier Sachen müsstet ihr craften. Ich habe jetzt leider keine Just Enough Items Mod drin. Ich kann euch mal kurz die Crafting Rezepte für die einzelnen Sachen hier anzeigen. Also einmal TARDIS Core, TARDIS Panel, TARDIS Base und im Flat Lever. Und wenn man das dann zusammen craftet, dann kann ich euch mal kurz zeigen. Ich hoffe, ihr kriegt es jetzt gerade richtig zusammengecraftet. Warte mal, müssen wir Core, Panel, Space. Irgendwas fehlt da noch. Da. Ah. Genau, hier. TARDIS Core, TARDIS Panel, TARDIS Base, Flight Lever und ein Pass Return Lever. Braucht man auch noch. TARDIS Core, TARDIS Panel, TARDIS Base, Flight Lever, Pass Return Lever. Dann kriegt ihr hier eine TARDIS Coral Plant. Die platziert ihr dann hier auf dem Boden. Und die braucht wirklich ihre Zeit, bis sie gewachsen ist. Ich habe das jetzt schon 10 Minuten laufen lassen und er ist erst so. Das dauert wirklich eine Weile. In der Zwischenzeit, wo das Teil hier wächst, zeige ich euch dann einfach mal, ja, was noch so neu ist. Also, wir haben hier Fluid Link Refiller. Das machen wir aber dann alles, wenn die TARDIS bereit ist. Genau. Ihr seht, wir haben hier sehr viele neue Roundels. Einmal Terracotta, die waren auch schon in alten Versionen da. Und Plastik. Plastik findet ihr übrigens hier auf der Erde. Es gibt. Oh, haben wir gerade einen unter uns? Sieht nicht so aus. Es gibt nämlich nochmal so spezielle Dungeons, wo ihr dann Plastik findet. Genau. Und dann gibt es nochmal einen extra Tisch. Guck, ob ich ihn gerade finde. Dazu braucht ihr einmal Plastik. Nee, warte mal, wie war denn das? Roundel brauchen wir, ne? Genau. Oh, sorry, Leute. Ich bin auch noch ein bisschen neu. Ihr braucht einmal Roundel und ihr braucht einmal eigentlich einen Plastikblock. Also sprich, White Plastic zum Beispiel. Dann nehmt ihr euch hier einen Roundel und Plastik zusammen und dann könnt ihr hier eben Roundels drauf machen. So einfach. Roundels craftet man indem, mal kurz schauen. Da, seht ihr es. Dafür braucht ihr einmal 4 Chunks of Plastik, ne, 5 Chunks of Plastik, um einen Roundel zu craften. Und ein Chunk of Plastik findet man eben. Und dann kann man halt diese Plastikblöcke auch nochmal extra machen mit 4 und dann zusammen craften in den Tisch. Dafür braucht ihr übrigens Stonecutter, Holz und Roundels. Ja. Und genau. Wie weit ist unsere Pflanze? Noch nicht sehr weit. Schade. Dann gehen wir mal weiter. Und zwar haben wir hier noch ein Fuel-Dings, Atron Fuel Tank. Der ist sehr wichtig, um diese Panels hier herzustellen. Der saugt nämlich aus der Luft, saugt der, sage ich mal, Energie raus, Zeitenergie. Und diese Zeitenergie könnt ihr dann hier in Form von Flaschen speichern. Da seht ihr schon, Atron Energy, 0. Und das lasst ihr halb so lange drin. Energy in der Bottle, genau. Bis sie das halb auf 100% aufgefüllt hat.
normalerweise. Da braucht halt ein bisschen was. Ich bin jetzt in Creative. Und wenn das dann voll ist, könnt ihr das benutzen, um dann hier diese Cores zu bauen. Für den normalen Core. Auch die Drachenatem. Oh, Alter, muss man einmal im End gewesen sein. Ui. Drachenatem, ein Netherstern, vier Steine, zwei Eisenstangen und ein Atron Cube. Und den Atron Cube, den kriegt man durch, oh ja, durch 9 von diesen Flaschen. Hier müsste aber voll sein. Dann, die Base macht ihr aus einem Architektur-Rekonfigurierungssystem, von dem ich noch nie was gehört habe. Ein Scanner und ein Port Locator. Können wir hier noch nicht erforschen, weil ich die noch nicht in der Hand hatte. Moment, was brauchen wir dafür? Naja. Und die Panels machen wir aus Waypoint Panel, Dimensional Panel, Coordinate Panel, Geminium Panel und den Rotoren. Aber dafür gibt es ja noch Just Enough Items, wie bei Decrafted. Ihr könnt ihr natürlich auch in Dungeons finden, soweit ich weiß. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ja. Gut. Da wir jetzt gerade hier nichts mehr weitermachen können, als zu warten, gehe ich mal rüber in den zweiten Slot. Dann haben wir hier einmal noch ein paar Kleidungsstücke, die ihr auch noch brauchen werdet. Dazu gleich mehr. Wir haben einmal den Fels. Ganz normal. Vom 11. oder 12. der 11. Doktor. Einfach nur stylisch. Ne? Dann haben wir 3D-Brille vom 10. Doktor. Eine normale Brille auch vom 10. Doktor. Oh, jetzt kommen wir zu zwei Items, die ihr braucht. Und zwar, wenn ihr später in den Nether wollt. Es gibt 11 verschiedene Arten von Daleks. Wenn wir jetzt hier, glaube ich, was ist das für einer? Naja. Er lag gerade ein bisschen. Also es gibt wirklich sehr verschiedene Arten. Und in Nether sind zwei verschiedene, also eine Art, die kann fliegen und die versprüht Gas. Und dafür braucht ihr denn diese Gasmaske. Problem ist, wenn ihr die Gasmaske anhabt, ja, habt ihr Blindness. Heißt, ihr habt einmal einen Vorteil, dass ihr gegen Gas nicht mehr angegriffen werden könnt, dass ihr dann kein Gift bekommt. Lol, sind. Ach, Scheiße. Ja, ihr könnt halt von Gas keinen Schaden mehr bekommen, aber ihr seid blind. Genau. Und dann haben wir noch den Dalek Ice Dog. Und da seht ihr schon, habt ihr hier eigentlich eher so ein Zielinterface. Könnte ein bisschen stören, ich find's cool. Naja, lass mich in Ruhe. Unsere Pflanze, ich brauche echt lange. Ich mach mal kurz unseren Spawnpunkt hier. So. Ah ja, oh, ist wieder ein Stadion weiter. Die braucht wirklich sehr viele Stadien, bis sie fertig ist. Ich muss mal kurz gucken. Hardest Land, Land. Genau, wir können mal ganz kurz ins Survival gehen und schauen, wie viel Schaden die machen. Hallo. Schießt du ganz normal oder versprühst du Rauch? Ah, der verschießt Rauch, guck mal. Wie viel Schaden macht der Rauch? Oh Gott, der gibt mir Slow. Oh. Das ist nicht geil. Also schwarz-blaue machen Slowness, denk dran. Und der hier? Auch, okay. Aber die machen keinen Schaden. Also. Oder müssen die mich schlagen? Nee, die machen mich nur langsamer. Okay. Also die Arten, die in einer Overworld findet, die machen einen langsamer. Ist ja gut, Mensch. Es gibt aber auch welche, die. Nennen sich Kamikaze Daleks. Ihr erkennt ihr da, die um sich herum so einen roten Gürtel tragen. Und die sind schlimmer als Creeper, glaubt mir. Ja, Suicide Bomber Dalek. Kann ich mal kurz zeigen. Also, die haben hier so einen roten Gürtel um sich. Und sobald ich Survival bin, die können jederzeit explodieren. Die chargen nicht. Der kann jetzt explodieren, der kann erst, wenn ich näher rankomme. Habt ihr gesehen? Der explodiert wirklich, wann er möchte. Hat ein bisschen was gekocht, was ist es? Dalekanium und ein Dalek-Mutant. Unsere Pflanze wieder ein Stadium weiter. Schaut euch das an. Ah, wunderbar. Gut, was haben wir noch? Ja, ist gut, danke. So, dann haben wir hier einmal die Special Weapons. Die verschießen Explosive-Sachen, deswegen spawne ich die hier nicht. Haltet euch fern von denen. Dann die Invasions-Daleks, die können fliegen. Hallo. Und ich glaube, die schießen auch ganz normal, ne? Habe ich recht?
du schießt, ne? Ja, komm. Mit zur Umarmung oder was? Oh Gott. Okay, der schießt ganz normal, wie ihr seht. Dann haben wir noch Versionsteil Spawner. Der spawnt hier anscheinend. Ach, das ist. Der spawnt hier anscheinend, okay. Hm, dann haben wir den Advanced Garo-Typen. Okay, mit den Farben müssen sie sich echt noch mal ein bisschen einiger werden. Ist leider anscheinend noch nicht richtig. Ist halt gerade auch mit den Alpha, ne? Ja, dann haben wir hier noch den Molten Dalek und den Nether Dalek. Der Nether Dalek verspielt wie gesagt schon Gift und der Molten ist ein Flammenwerfer, also ein wandelnder Flammenwerfer, zeige ich euch mal. Die sind schlimm. Aber richtig schlimm, passt auf. Hi. Hello. Oh Gott, der ist deutlich aggressiver. Oh Gott. Oh. Okay. Der brennt. Der brennt ordentlich. Dann zeige ich euch nochmal den Nether Dalek. Hier hat jetzt unsere Pflanze. Noch nicht viel weiter. Hallo. Oh Gott, er fliegt. Und er müsste gleich Gas sprühen. Oh Gott, nee, der schießt. Der schießt. Okay. Welcher hat den Gas gesprüht? Time War? Nee. Schokoladen? Nee. Hm, okay. Gut, dann schauen wir uns mal hier die anderen drei Kandidaten an. Einmal unseren Cyberman. Hallo? Sagst du ganz normal Delete? Wow! Das habt ihr gerade auch gesehen, ne? Das, alter Junge, was hat der geschossen? Schaut euch das an, alter Junge! Brudi! Wenn sich gar nichts zusammentut gegen einen Cyberman, Alter. Jo, der Typ, der Flammenwerfer, der ist ja mega OP. Okay. Sleeping Angel. Man kann sie sogar nicht mehr schlagen, oh mein Gott. Dreht er sich um. Funktioniert, glaube ich, noch nicht. Ah ne, er wird, weil er von anderen Entitäten angeschaut wird. Oh mein Gott. Die haben da dran gedacht. Wartet mal. Hinten so. Hallo. Bewegt er sich? Hm. Oder sie haben es noch nicht einprogrammiert. Wer weiß. Nee, ich glaube, sie haben es noch nicht einprogrammiert. Egal. Trotzdem schon mega geil. Und diese Typen hier. Die Autons. Plastik, was schießen kann. Wie ihr gerade gesehen habt, er hat eine Kanone in seinem Arm. Haltet euch von denen auf jeden Fall auch fern. Die werden aber später in den Dungeon sein, wo ihr Plastik kriegt. Also müsst ihr da wohl übel an denen vorbei. Ich würde aber nicht unbewaffnet hingehen. So, ja, dann haben wir noch ein paar Anti-Radiation für Scaro und so weiter und solche Sachen. Zeitungskristalle wie im vorherigen Part auch. Ja. Sache ist halt, wie gesagt, dass ihr das Scaro noch nicht gibt. Die kommen erst im nächsten Update. Aber ich wollte euch schon mal über das neue Update hier informieren. Gut. Wir müssen jetzt warten, bis die Pflanze hier fertig ist. Das kann eine Weile dauern. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn die hier... Na, wobei, oder ich mache euch einen Zeitraffer. Je nachdem, wie ihr wollt. Dann bis gleich. So, also das Ding läuft jetzt schon eine halbe Stunde und es ist immer noch nicht fertig. Also ihr merkt,
Ja, und im nächsten Schritt kann ich euch mal zeigen, wer ist dann zu dem Teil hier geworden. Könnt ihr euch dann aussuchen. Es gibt bis jetzt erstmal nur zwei, die ihr auswählen könnt, aber ihr könnt dafür verschiedene Farben nehmen. Wie so schwarz, weiß, grau. Bei dem ihr könnt jetzt auch noch grün, gelb und sowas nehmen. Nehmt einfach mal den hier schön in schwarz. Und der droppt euch direkt einen Schlüssel. Also tschüss, Pflanze. Das kann nicht weitergehen. Genau. Also ihr könnt beide Türen aufmachen. Da. Na, hallo. Oder auch nicht. Okay. Egal. Gut. Dann müssen wir uns mal reingehen. Dann kriegen wir erstmal eine schöne Willkommensmelodie. Und erstmal eine Einweisung. Welcome to Yotaris. This short guide will help you understand the workings of Yotaris. Also, dieser Guide wird uns jetzt erstmal sagen, wie wir hier was machen können. Wie fliegt man eine TARDIS? Alle Basiskontrolleinheiten stehen auf der Konsole. Da haben wir einmal den Flughebel, einmal den Zurückreisehebel und noch die anderen drei Sachen. Zeige ich euch gleich. Wie kann ich meine TARDIS verändern? Dafür gibt es hier Chameleon Circuit, also Chameleon-Schaltkreis-Panel, und man kann sich Sachen mit XP freischalten. Genau, wie setze ich den Konsolenroom? Da gibt es nochmal so einen speziellen Block für. Ich kann sie beschützen mit dem Schlüssel abschließen. Und. Das könnt ihr euch dann aber alles selber noch anschauen. Genau. Jetzt haben wir die zweite Tür offen. Cool. Wenn wir hier reinkommen, haben wir erstmal so einen Standard-Konsolenraum. Und dann haben wir hier ein richtig schön Interface. Da haben wir jetzt einmal diese Capsule, die wir jetzt haben. Dann können wir hier die Police Boxes freischalten. Dann hier diese Blöcke und diese Breiten. Ich gehe mir jetzt mal die Police Box hier an. Wir haben 131 EP und wir brauchen 100, also keine anderen. Und jetzt haben wir hier ganz. Moment. Und jetzt haben wir hier ganz viele, also bis zu 13 Skins drin. Nehmen wir uns jetzt mal die hier. Wenn wir jetzt rausgehen, sollten wir eigentlich. Da ist sie. Jetzt haben wir eine schöne Police Box. Ah, wunderschön. Und wieder rein. Und die Türen bleiben sogar offen, was schon mal besser ist als in der 1.12. Dann hier, das ist vielleicht ein bisschen blöder, sagen wir mal, weil es noch keinen Player Locator gibt. Wenn ihr jetzt an Koordinaten reisen wollt, müsst ihr halt hier die selber, ne, machen. Ihr könnt halt nicht mehr reinschreiben. Ihr könnt dann hier mit diesen Ingredients höher stellen, also die Schritte zum Beispiel 100 oder 1000er Schritte oder halt 10.000er und so weiter. Und mit der Rotation, dann können wir halt die Ausrichtung, wie wir landen. Dann hier drüben haben wir den Dimensionsgenerator. Dann können wir zum Beispiel hier entweder ImpfDev, das ist eine frühere Version von Minecraft, die Overworld, im Cave Game, das ist eine noch frühere Version, im Nether und im Minecraft Classic. Ja, mehr gibt es hier bis jetzt noch nicht. Wie gesagt, ist wahrscheinlich erstmal Alpha und sowas. Wir reisen dann gleich erstmal ganz normal. Dann hier Cartridge, da können wir dann die Skins auch machen. Also entweder kaufen wir sie hier mit XP oder wir tun sie per Karte freischalten. Dieser Hebel hier, wenn man den aktiviert, merkt er sich die letzte Location, also sprich die hier. Und genau, wenn wir, beziehungsweise wir können jetzt abheben, irgendwo hinfliegen, und wenn wir dann diesen Hebel hier umlegen und wieder umlegen, dann landen wir wieder hier. Genau. Dann hier drüben haben wir Monitor. Dann können wir hier Informationen sehen, wo unsere Location, Informationen im Flug oder ausschalten. Ganz simpel gehalten. Dann hier hinten haben wir einen Block, mit dem können wir unser Interior ändern. Der, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal den hier, Sidrat. Und jetzt kommt das Geilste. Um euer Interior zu ändern, braucht ihr natürlich erstmal Ressourcen. Der zeigt euch, wie viel ihr hier braucht. Das ist Quarz, Chunk of Plastic, Chip Lights, Lightboxes, Coordinate Panel und so weiter. Das müsst ihr alles hier reinlegen. Und ich bin ja jetzt in Creative, deswegen kann ich es einfach so machen. Dann macht ihr den hier, drückt auf Confirm, werdet raus müssen, installiert eure neue TARDIS. So, wollen wir jetzt reingehen, sind wir in einer neuen. Beziehungsweise unser Interface hat sich geändert. Ganz schön, finde ich.
Und die sind sogar nicht wirklich klein. Also wenn man mal hier guckt, ne? Da haben wir ordentlich Platz. Überall Türen, wo wir hinter auch noch was bauen können. Also das Ding ist nicht klein. Gut. Dann gucken wir uns mal noch ein paar mehr Sachen an. Also, wir haben zum Beispiel hier noch Sachen wie das Sonic Interface, den Data Writer und diesen Remote-Dingens und genau, mit Fuel und alles. Das hier müsste Fuel sein, ne? Genau. Ja, ich erkläre auch mal. So. Also, wir haben zuerst unseren Data Writer und den Sonic Interface. Haben wir hier noch Platz? Ja, macht. Wunderbar. Gut. Also, der Data Writer funktioniert so. Ihr seid jetzt zum Beispiel hier gerade, ne? An der Stelle, wo wir jetzt gerade sind. Und, na, Load Data Module. Data Module? Haben wir das nicht? Ach so. Ah. Startet ihr hier rein. Ein Data Module müsst ihr erst craften. Und dann könnt ihr hier jetzt einen Waypoint reinschalten. Sagen wir, wir nehmen den Waypoint jetzt Home. Home. Machen wir Enter und jetzt haben wir Waypoint Home. Und jetzt können wir den einfach hier reinmachen. Also beziehungsweise. Moment. Achso, das ist. Ich warte noch. Waypoint Home. Hier sind Waypoints. Ah, Waypoint Printed, genau. Sorry, ich bin ein bisschen durcheinander. Für mich ist wie gesagt auch noch neu. Ach, das ist das Ding. Load Cartridge, genau. Okay, da habe ich vorhin Scheiß erzählt. Hier schaltet man das nicht frei, sondern nur da drin. Gut, sagen wir mal, wir fliegen jetzt los. Können wir mal machen. Wir gehen zu. Können es auch nicht öffnen. Wir heben ab mit dem schönen Tagesgeräusch. Wie ich das vermisst habe. So. Jetzt sind wir nämlich ganz woanders. Mal gucken, wo wir sind. Was? 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 Ah, wir stehen mitten in einem Berg. Okay, ihr seht, wir sind auf jeden Fall woanders. Genau. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder aktivieren wir das Ding, also schnelle Rückreise. Oder wir laden unseren Waypoint. Dann können wir hier das reinmachen. Machen den. Waypoint has been applied. Alter, 10 Sekunden, Junge. Und wieder landen. Wenn wir jetzt rauskommen, sollten wir wieder an unserem vorherigen Punkt sein. Schaut mal. So einfach. Oh, das Ding hat ein bisschen was gesammelt. Schaut mal. 15% schon. Oh, schick. Genau. Dann kommen wir zu einer Sache, die sehr, 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 sehr wichtig ist für euch. Und zwar der Fuel. Wir haben jetzt noch 85% Fuel. Das können wir dann mit einer Flasche auffüllen. Und, also wir brauchen eine Flasche plus diese Flight Fuel Accuracy Teile hier. Also Sachen. Das sind nämlich Regulatoren. Und zwar, wenn ihr jetzt keine Regulatoren benutzt, kann es sein, dass wenn ihr Koordinaten eingibt, ihr nicht exakt an diesen Koordinaten landen werdet, sondern irgendwo anders. Vielleicht so 10 Blöcke oder 20 Blöcke daneben. Das heißt, man muss dann immer dafür sorgen, dass wir diese Teile hier haben. Einmal, dass Flight immer aufgefüllt wird und so weiter und so fort. Das sind einfach Stabilisatoren für euer Fuel nochmal, dass ihr auch wirklich da landet, wo ihr wollt und nicht einfach irgendwo. Genau. Ja, sonst noch irgendwas? Genau, das hätten wir mal. Was macht das eigentlich? Habe ich noch nicht so rausgefunden. Es gibt so viele Rätsel. Aber ja. Ja, ihr könnt eure Teile noch ganz viel customizen. Ihr habt zum Beispiel noch ein paar Rotoren, die ihr mitbauen könnt, hier zum Beispiel, wenn ihr mal Bock habt. Ach ja. Oder ihr habt noch andere Türen. Zum Beispiel hier. Könnt ihr auch für eure Overworld benutzen. Eigentlich ganz schön. False Locator, was ist das denn? Achso. Genau. Ja. Und Chameleon Cartridge. Ah, schaut mal hier. Ich glaube, das können wir sogar auch hier reinpacken, ne? Load Cartridge. Macht man das denn?
16, warte, was? Oh mein Gott, man kann ja wirklich jeder Block werden. Also fast. Das denn? Lol, was ist das für eine Tades, bitte? Ach du Scheiße. Junge, die sieht. Yo. Yo. Wie geil. Also ihr seht, ihr habt ja wirklich viele Möglichkeiten. Boah, ich freue mich schon, wenn das so richtig schön stabil läuft und man ordentlich wieder ein Projekt draus machen kann. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Denn hiermit endet das Video. Es läuft wirklich schon lange genug. Es ist Viertel vor 12 Uhr nachts. Ja. Ich schneide das jetzt noch für euch. Bis, keine Ahnung, wahrscheinlich 1 Uhr. Damit ihr es morgen um 8 Uhr. Ne, nicht 8 Uhr. Damit ihr es morgen um. Ah, wie viel Uhr sagen wir? Morgen um 12 Uhr habt. Ne? Einen Tag nach der Veröffentlichung von Dalek Mods. Da solltet ihr vielleicht gute Chancen haben. Ja. Dann verabschiede ich mich hiermit. Und. Genau. Ich hoffe, ihr hattet zumindest habt ein bisschen Aufklärung bekommen. Und ja, ich hoffe, dass ich damit mal wieder ein Projekt machen kann, dass wir wieder Dalek Mod schön durchspielen mit den jetzigen Sachen. Es wird wirklich Ewigkeiten dauern. Wir müssen wirklich schon alles vorher durchspielen, damit wir erstmal eine TARDIS kriegen. Also die haben es deutlich schwerer gemacht. Aber na gut. Naja, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Macht's gut. Und bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Dalek Mod.